Ja, hallo liebe Leute, willkommen auf meinem Kanal. Ich habe wieder eine neue Blu-ray, die ich euch vorstellen möchte. Und zwar geht das heute um Looper. Looper kam am 3.10.2012 in die Kinos und ist ab morgen, den 21.02.2013, überall auf DVD und Blu-ray erhältlich. Der Film spielte damals über 2,3 Millionen Euro ein, mit einer Besucherzahl von über 320.000. Das ist die Blu-ray, so sieht sie aus. So sieht sie von hinten aus. Wir haben hier ein Wendecover mit drin und so sieht das Ganze von innen aus. Ja, und zu den Extras schauen wir mal, was da so bei ist. Wir haben hier Audiokommentare und Features, 22 entfallene Szenen, animierte Trailer. Dann haben wir hier einen deutschen DTS-HD-Sound und Film geht 119 Minuten plus 80 Minuten Bonusmaterial. In den Hauptrollen sind Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt und Emily Blunt. Zum Film, es geht um, der Film spielt in der fernen Zukunft, wo Zeitreisen möglich ist und das organisierte Verbrechen nutzt das für sich und schickt Menschen wieder zurück in die Vergangenheit, genauer gesagt in das Jahr 2046, wo sogenannte Looper auf diese Leute dann auflauern und sie umbringen und dann die Leichen beseitigen. Und einer von den Loopern ist Joey Simmons, hier gespielt von Joseph Gordon-Levitt. Der ist sehr, sehr gut in seinem Job, sehr beliebt und macht seine Arbeit richtig gut. Doch eines Tages taucht ein Mensch auf und kurze Zeit später findet er heraus, dass dieser Mann er selbst in 30 Jahren ist und muss sich natürlich selbst umbringen. Das gelingt ihm nicht, denn sein 30 Jahre altes Ich, hier gespielt von Bruce Willis, entkommt ihn und das sehen die Auftraggeber natürlich nicht so gerne und jagen die beiden dann quasi durch die ganze Stadt, durch das ganze Land und Joey Simmons aus der Gegenwart will ihn immer noch umbringen und das ist nämlich sein Job und er wusste, dass dieser Tag eines Tages kommen würde, an dem er sich selbst begegnet und dieser Job muss erledigt werden, denn so sind die Regeln und ja. Auf jeden Fall ein sehr spannender Film. Ob es ihm gelingt, das will ich euch jetzt nicht verraten. Schaut euch den am besten selber an. Für die, die den Film noch nicht gesehen haben, unbedingt anschauen. Sehr, sehr cool gemachter Film. Wer so auf Science Fiction steht und so Zukunftsfilme und Zeitreisen, kommt auf jeden Fall hier auf seine Kosten. Richtig gut gemacht und hier führt er Regie, führt er hier und das Drehbuch kommt von Rian Johnson, bekannt aus der erfolgreichen Serie Breaking Bad. Wenn ihr euch den Film schon angesehen habt, schreibt mir das in die Kommentare, wie ihr den findet und ob ihr euch die Blu-ray holt. Würde mich interessieren, würde mich freuen und ja, das war's auch schon. Dann sage ich einfach mal viel Spaß beim Filme schauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.